Die Abteikirche von Kloster Weltenburg, ein Kleinod des bayerischen Hochbarock. Kaum jemand würde hinter dieser schlicht gehaltenen Fassade wohl den Reichtum an Ausstattung erwarten, der die Abteikirche von Weltenburg zu einer der wichtigsten Barockkirchen der Welt macht. Die einstöckige Westfassade mit den gekröpften Pilastern und dem Dreiecksgiebel wird gekrönt von der Figur des heiligen Benedikt. Der Innenraum ist dreigegliedert in Vorhalle, Hauptraum und Presbyterium. Die Vorhalle mit ihrem elliptischen Grundriss trägt eine flache Decke. Darüber befinden sich Orgelempore und der Psalierchor der Mönche. In den Ecken finden sich die Darstellung der vier Jahreszeiten, gleichsam auch ein Hinweis auf die vier Lebensabschnitte des Menschen. Die beiden Beichtstühle rechts und links tragen Brustbilder der Bußheiligen Petrus und Magdalena. Die Stuckarbeiten an der Decke widmen sich den vier letzten Dingen: Tod, Gericht, Hölle und Himmel. Die Vorhalle ist bewusst niedrig gehalten und soll den Besucher mental auf das Betreten des eigentlichen Gotteshauses vorbereiten. An die Vorhalle schließt sich der ebenfalls elliptische Hauptraum mit seinen farbenfrohen Fresken, dem Goldschmuck, vier großen und vier kleinen Nischen an. Das Fresko in der großen Nische an der Südwand zeigt die Ankunft der Benediktiner an Bord der St. Maria, dem Flaggschiff Christopher Columbus. In der gegenüberliegenden Nische befindet sich die Kanzel aus Weltenburger Marmor. Über den Bögen der Nischen stehen die vier Evangelisten mit ihren jeweiligen Attributen: Adler, Engel, Löwe, Stier, für Johannes, Matthäus, Markus und Lukas. Das Deckenfresko zeigt den Heiligen Geist als Mittelpunkt der Kirche. Vorne sieht man Gottvater und Jesus Christus, wie sie Maria krönen. Darunter ist der Kirchenpatron St. Georg abgebildet. Das Fresko ist von einer Vielzahl von Heiligen bevölkert. Man sieht Benedikt mit seiner Schwester Scholastica, die Heiligen Helena, Ursula, Barbara, Katharina, die heilige Cäcilia neben König David mit der Harfe und die Apostel. Kosmas Damian Asam hat es sich nicht nehmen lassen, in das Werk ein Selbstbildnis hineinzuschmuggeln. Man sieht ihn, wie er sich über die Balustrade beugt, den Zeichenstift in der Hand. Mittelpunkt im Presbyterium ist der von zwei Säulen flankierte Hochaltar mit dem drehbaren Tabernakelaufsatz von Igit Quirin Asam. Das Hauptbild in der Mitte zeigt den heiligen Georg, wie er sich hoch zu Pferde schützend vor die Königstochter stellt und mit seinem Flammenspeer den Drachen tötet. Die Figur gilt als eines der Meisterwerke von Igit Quirin Asam. Durch drei rückwärtige Fenster wird die Szenerie vor allem während der Morgenstunden stimmungsvoll beleuchtet. Das Fresko hinter dem heiligen Georg zeigt eine Maria Immaculata. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.